ist echt ein netter Typ. Der ist so sympathisch. Guck mal, der ist echt. Ich mag den voll. Er ist richtig sympathischer, netter Typ. Und er hat gesagt, klipp und klar, ganz deutlich, nein, YouTuber haben keinen Vorteil. Könnt ihr mal fair spielen? Sie das Dreierteam? Okay, sie wollen fair spielen. 1 gegen 1 hätte man vielleicht noch eine Chance gegen. Scheiße. Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games. Gerade als dicke rote Boje. Steht hier, weil ich gerade so, ne? Wisst ihr Bescheid, dicke rote, das war voll lustig. Nein, okay. Ich wollte mich ein paar Sachen ansprechen, ja. In dieser lustigen Survival Games Runde ist gerade später abends, weshalb ich ein bisschen müde bin, ne? Ich hoffe, habt ihr alle verstanden, ne? Okay. Shalom. Nein, okay, aber ich werde verfolgt. Nicht mit mir. Zack. Kurz verschnaufen. So. Hätte mich jetzt umgebracht, hätte ich so gelacht, Leute. Heute kam mir das Aura-PvP-Video und nachher leider ohne Facecam, weil das ist so eine Sache, wo ich mich richtig extrem konzentrieren muss. Er kann nicht auf Facecam achten, leider. Und, was war da noch? Und ja, dieses Video ist wieder mit Facecam. The Last of Us werde ich auch ohne Facecam machen, weil ich finde, bei The Last of Us stört das zum Beispiel. Extreme Dinosaurs. Und, wo essen? Heute kommt noch ein Video ohne Facecam um 16.30 Uhr. Das ist mit dem lieben Gomme HD am PC. Das haben wir schön aufgenommen, was richtig schön ist. Hat sehr Spaß gemacht mit ihm. Ich hoffe, ich mache mehr mit ihm. Er ist echt ein netter Typ. Der ist so sympathisch. Gomme HD ist echt. Ich mag den voll. Er ist richtig sympathischer, netter Typ. Und ja, mit dem habe ich auch ein bisschen getalkt, ne? So, ja, wie ist denn das? Nice. Das muss ich auch noch mal eben kurz gleich. Aha. Erstmal müssen wir uns heilen. Wir müssen uns unbedingt heilen. Wenn wir uns gleich nicht heilen, sind wir im Arsch. Ja, wie ist denn das mit YouTuber-Rang? Ist das wirklich jetzt hier so, dass YouTuber wirklich einen Vorteil haben? Weil manchmal treffe ich halt viel besser und so, ne? Und er hat gesagt. Klipp und klar, ganz deutlich, nein, YouTuber haben keinen Vorteil. Dieses NCP, wovon alle reden, ist auch ganz normal an, wie bei allen anderen auch, bei mir. Und daher haben wir keinerlei Vorteile. Natürlich treffe ich jetzt hier zum Beispiel die Leute besser, als wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Hive oder so spiele, weil da sind die Rechenzentralen natürlich woanders. Nicht in Deutschland. Dementsprechend habe ich da auch einen höheren Ping. Das heißt, auf Gomme HD treffe ich halt einfach abnormal gut, weil es halt in Deutschland ist und dementsprechend habe ich dann einen besseren Ping. Weil die Rechenzentrale in Frankfurt ist und nicht irgendwo im Ausland, wie England oder Frankreich. Wie vielleicht bei Hive. Da ist das deswegen auch schwieriger dann zu treffen. Da und hier nicht. Hier habe ich halt einen abnormal guten Ping. Halt aus diesen Gründen, die ich gerade erwähnt habe. Naja, haben YouTuber wirklich keinen Vorteil. Ich habe da wirklich mal nachgehakt, weil mich das selber interessiert hat. Weil man selber natürlich ja nicht als Noob dargestellt werden will. Yes. Und ja, alles, was ich sagen wollte. Alles Wichtige. Komm, die kriege ich noch. Yes! Nein, 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 nein!
Ich muss unbedingt weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Alter. Wie knapp. Ich lebe, glaube ich, noch. Ja. Weg. Ich brauche Kisten. Ich brauche Essen. Ich habe kein Essen. Mein Herz, Leute. Mein Herz. Mir ist doch gut. Heute kommt, wie gesagt, Schade. War eine gute Runde. Wir konnten es aber einfach nicht mehr regenerieren. Wir hatten einfach kein Essen gefunden. Ja, von meiner Sichtweise aus war es das auch schon mit allem, was ich erzählen wollte. Soweit ist das soweit alles klar mit YouTuber, mit Gommerang. Ist alles ganz easy peasy. Da können man mich gerne Ping-Spieler nennen. Ich habe halt einen besseren Ping als andere. Da kann ich aber nichts für. Außerdem gibt es da auch ein paar kleine Tricks, die man immer anwenden kann. Um natürlich gut zu treffen, was ich halt auch sehr viel gerne mache, ist um den Gegner dann halt so ein bisschen herumrennen, dies, das, jene, so Kleinigkeiten, die dann auch viel helfen. So ganz blöde bin ich im PvP dann nun auch nicht. Sonst wäre ich auch nicht so weit vorne. Das liegt alles nicht nur am Bing, sondern auch an dem Spieler selber, an dem, der es spielt. Muss man mal so gesagt haben, weil viele Leute immer einfach haten und flamen und das ist leider so, dass die Leute dann nicht immer so freundlich sind. Hör mal. Der hat schon geguckt, da ist aber nichts. Ich würde sagen, wir gehen da hinten hin. Auf der Gefahr, dass jemand da hinten den Knopf drückt. Ey, verpiss dich. So, jetzt können wir kämpfen. Kein Problem. Komm her, Digga. Jetzt rennt er weg. Wo ich ein Schwert bekommen habe. Dich lasse ich jetzt nicht mehr entwischen, ne? Ist dir schon bewusst. Das war jetzt ein Fehler, mich anzugreifen und dann wegzurennen. Ich hoffe, das weiß er. Ah, mein hämisches Lachen, wenn ich ihn dann getötet habe. Mein schönes Grinsen im Gesicht. Ihn am Boden bluten zu sehen. Nein, okay. Kranke Fantasien in meinem Kopf, ich weiß. Ja, und für mich ist und bleibt Survival Games einer meiner Lieblingsmodes, weil ich totaler PvP-Junkie bin, quasi, kann man so sagen. Und ich bin gar nicht genickt, deswegen hat er mich auch verfolgt. Schade Schokolade, LP. Den würde ich aber gerne noch erwischen, irgendwie. Egal wie. Wenn er nur kurz stehen bleibt zum Essen. Wo ist der hin? Okay. Was war das? Und natürlich habe ich mir auch vorgenommen, Runden reinzunehmen, wo ich nicht immer nur gewinne, sondern auch, wenn ich mal einfach nur am Kämpfen bin, am Reden und dann dabei verrecke, während ich kommentiere. Das ist auch möglich. Und ich hoffe, ich habe euch mit diesen zwei Runden dann auch gezeigt, dass ich, auch wenn ich Leute töte, verlieren kann. Jemand, der auch verliert, nicht unbesiegbar bin. Ich habe zwar oft gute Runden, wo ich dann nicht unbedingt verrecke. Aber auch manchmal Leute unten wie eben die zwei. Wo jetzt zum Beispiel der Typ mich einfach zersäbelt hat. Hab mich sehr gewundert, wie viel Schaden der mir gedrückt hat. Der hat mir echt Schaden. Dafür, dass ich so. Er hatte eigentlich keine schlechte Rüstung. Dafür hat er mir ganz schön ganz schön Schaden reingedrückt. Hat mich gewundert. Ich hatte auch einen Goldapfel-Intus. Also noch die zwei Herzen. Hatte da jemand Criticals an? Hacker? Man weiß es nicht. Ich bin jetzt niemand, der direkt Leute als Hacker beleidigt.
aber man weiß nie, was hier manchmal rumkeucht und fleucht und hackt und man weiß es nicht. Weil manchmal merkt man sowas, man kann es ja nicht direkt merken, sag ich mal, dass jetzt jemand hackt. Weil natürlich wollen die Leute das auch so hacken, die Leute auch so, dass sie dann jetzt nicht direkt gebannt werden, ne? Ist ja verständlich, sondern wollen sich hier einen Ruf aufbauen, sag ich mal. Als guter PvP-Spieler. Ja. Was sie damit meistens dann erreichen, mit Hacken zum Beispiel. Was ich schade finde, da ich ja jemand bin, der jetzt das meiste auch bei Quick Survival Games, mein Ranking und so, halt auch ohne Hacks erreicht hat. Und habe ich da eine Truhe übersehen? Ja. Spitzhacke. Ohne dass ich irgendwie der große Ficker Babo-Hacker bin, sondern das meiste nehme ich auch auf, das sieht man ja dann in den Aufnahmen und Quick Survival Games bin ich verdammt gut drin, das ist eine Art Glücksspiel, es ist immer ein Glücksspiel. Und gerade deshalb spiele ich so gerne, weil es halt dieses Glücksspiel ist. Dieses, oh, habe ich jetzt eine gute Sache, habe ich jetzt kann ich was reißen, ne? Das ist das, was ich so super finde. So, jetzt müssen wir erstmal Leute finden. Ausgerüstet sind wir soweit. Uns fehlen eigentlich nur noch Schuhe. Auf die können wir aber kacken. Wir wollen jetzt erstmal Leute finden. Und die einmal zerschnetzeln. Um Schuhe zu bekommen. Weil, wieso soll ich Truhen finden, wenn die meine Truhen sind, ne? Ist mein Motto, ne? Das Wichtigste ist halt der erste Schlag. Wenn du den ersten Schlag machst, hast du gewonnen. Meistens, wirklich immer. Zu 80%, 90% würde ich sagen, bist du der Gewinner beim ersten Schlag. Das ist das, was ich mal habe. Jetzt ist er am Gucken. Ich bin immer noch hinter ihm. Jetzt kommt aber noch jemand, der sich einmischt. Yes. Heiltränke haben mich gerettet. Das ist natürlich schön. So. Schnell den Überblick gewinnen. Nicht zu lange verweilen an einem Ort. Eisenschwert mitnehmen. Essen. Wir haben... Mal kurz gucken. Kompass guckt nach... Da. Okay. So, wir haben 4. Aha. Wir haben eine bessere Hose. Aha. Haben wir einen Stick? Bitte lass da... Sag mir, ich hab einen Stick. Ich hab keinen Stick. Wo zum Fick ist der Stick? Nein, ich hab keinen Stick. Schade. Eine bessere Brust wäre noch super. Der Helm ist egal, da der Helm Gold gleichen Wert hat wie Eisen. Das ist Wayne. Das ist total Wayne. Der Kettenhelm hat auch den gleichen Wert, nur dass der Kettenhelm mehr aushält als der Goldhelm. Ja, die Stats seiner Wertsachen muss man alle wissen. Ne? Wäre schon ein Vorteil. Habe ich einen Bogen? Hab keinen Bogen? Okay. Den Bogen haben wir also nicht raus. Wortwitz. Das ist jetzt zum Beispiel ein Team, was extrem schwer ist, weil ich keinen Goldapfel habe. Der linke, der Lion, ist der gute Equipte. Das ist jetzt der Typ mit dem Eisenschwert. Während sein Kumpel der Bob ist. Den könnte man so wegklatschen. Das Problem ist halt der gute Equipte Typ, der Lion. Er hat mich jetzt gesehen und die werden dann versuchen, zu zweit auf mich zu gehen. Nicht alleine, nicht eins gegen eins, sondern halt zu zweit. Ne? Da kommt der Kumpel mit dem Goldschwert, da ist auch schon allein. Die kommen beide zusammen, was halt das Ärgerliche ist. Das ist halt einfach ärgerlich, weil man, ja, so eigentlich dann keine Chance hätte. Ich einen allein erwischt vielleicht, aber so müsste man versuchen, die Umgebung zu nutzen. Allerdings sind hier nirgendwo in der Umgebung irgendwelche relevanten Sachen. Hinter mir sitze. Danke. Er verfolgt mich. Yes. Jetzt muss ich erstmal weg. Einen habe ich. Bin ich mal fair spielen? Sie ist das Dreierteam? Okay, sie wollen fair spielen.
So. Eins gegen eins hätte man vielleicht noch eine Chance gegen. Eine Platin hat leider einen Goldapfel-Intus. Warum macht er das jetzt? Ja. Ja, ich würde gerne normal kämpfen irgendwie, aber... So, der Platin soll mal Countdown machen. Yes! Okay. Knappe Ding. So, und Platin? Das ist mal fair. Das ist fair, muss man mal sagen. Das ist wirklich fair gerade. Einfach 1 gegen 1, ja. Ich hab ja ein Feuerzeug. Oh, und ich hab nicht einen Stick. Na, hab ja eh jetzt mittlerweile. Da soll man sagen, wenn er bereit ist. Ein Herz verloren, GG. Nice. Okay. Alter. Die wollen alle 1 gegen 1 jetzt machen. Komm, beide. Und der andere rennt jetzt einfach weg. Ich sag, komm, beide. Und er rennt weg. Oh Mann, Junge. Ich hab deinen Kameraden getötet. Das ist lustig. Ah. So, Leben haben wir. Wir haben nicht genug Heiltränke. No. Na gut. Okay. Alter, das war voll lustig. Das war eine lustige Runde. War ein lustiges Video. Wir sehen uns dann. Im nächsten Teil wieder. Das war ein lustiges Video, muss man mal sagen. Hat Spaß gemacht. So, das war fair gegen Ende. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder von Survival Games. Das war mal eine lustige Runde auf jeden Fall. Viel geredet, viel gemacht. Die ersten zwei Matches waren nicht direkt gewonnen. Aber für das letzte und für 1 gegen 1 gegen nette Typen. Die waren nett, muss ich sagen. Das war mal ein schöner Moment auf dem Gommel-Server, dass die Leute nett waren und gesagt haben, ja, lass mal 1 gegen 1 machen und nicht geteamt auf einen drauf sind. Kann daran liegen, dass ich YouTuber bin. Auf jeden Fall war es sehr nett. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.